Hallo in die Runde, ich bin zurück. Und ihr seht es, da wird schon gesagt, wird eine harte Niederlage, 500 Punkte Abstand und die Gegner haben 4 Angriffe mehr zur Verfügung. Oh, oh, oh. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Dreißiger Magier komplett. Alter Schwede. Wieso kämpfen wir denn gegen sowas? Alter Schwede. Da setzt jemand gerne mal Geld ein. 30er. 30er. Und die zweite dann auf 23. Oh, nur 27. Nur ist nicht ernst gemeint. Das war ein Spaß im Vergleich zu den anderen. Muss der sich schlecht vorkommen. Es ist, ja krass, sind die gut. Wenn die zweite Truppe auch schon auf 29 ist, ey, scheiße. Wieso kämpfen die gegen uns? 30, 30, 30. Wir sind vollkommen die Noobs, ja? 29. Der ist ja hier richtig schlecht dagegen. Und nicht, dass er schlechte Helden hat oder so. Im Gegenteil, es ist einfach... Wie passt der denn da rein? Okay, ich will da gar nicht weitergehen. Das ist... glaube ich, tut nur weh. Die haben 320.000 Punkte. Wir haben knapp 30.000 weniger und wir sind 30. Und die waren, wenn ich mich nicht täusche, 3 weniger. Okay, der letzte könnte sogar nur ein Twink sein. Von irgendeinem. Ja. Lilithi, Wisty. Haben wir hier ein Wisty drin noch? Okay, das ist, gucken wir mal. Was haben wir denn hier oben an fertigen, vollen Teams noch? Defense Buff läuft. Wir haben volle 6 Angriffe zur Verfügung, dann machen wir die auch. Keine Heiler drin hat und so krass Schaden macht, darf Sif mitspielen. Lebenspunkte sind mir wichtiger. Ja, die paar Rüstungspunkte. Ja, das Board sagt aber sowas von dich. Machen wir erstmal hier die Zweier-Kombo rein. Er löst aus, solange ich keine Buffs habe, ist es noch nicht allzu tödlich. Und dann brauche ich jetzt mal ein, bereite ich mal das blaue Match hier oben vor. Steht der Spot? Ja, der Spot steht. Okay, die Heilung kommt. Der Spot läuft gleich aus und ich schaffe kein blaues Match. Das reicht nicht, um ihn wieder zu laden. Das heißt, Sif geht raus. Wir versuchen mal,
die Seite zu bearbeiten. In der Hoffnung, dass die drei blauen in Anne reingehen. Sehr schön, den gelben Diamanten. Anne wird sich killen. Ich hätte auslösen sollen, ich habe nicht gesehen, dass die Spinne geladen ist. Aber das sollte trotzdem noch reichen, dass wir gewinnen. Der Minion sollte reichen, um das hier wegzumachen. Dass Anne wieder wieder tot ist. Spot an, schlecht gespielt und trotzdem gewonnen. Sehr schön, können sogar einen Diamant bauen. Und dann können wir auch einmal den Buff entfernen und hauen zusätzlich nochmal mit dem Minions drauf. Oder auch nicht mehr. Was wir hier jetzt leider krass brauchen, ist Minion Kill. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mit Lila spielen. Hatte der eben auch einen blauen Tank? Was hatte er denn hier eben gerade für einen Tank? Achso, Finlay hatte er. Ha, das war ja kein richtiger Tank. Okay. Fühlt kein Weg dran vorbei. Also. Und dann geht da der Ziegenpeter hin. Okay. Ziegenpeter muss nur auslösen, ist Mittel, Mana nicht mitgeskillt, ist mir vollkommen egal. Das sind halt 3 Punkte, 3% Rüstung mehr. 3% sind aktuell 24 Punkte. Plus. Also auf jeden Fall über 900, das macht 20 Verteidigungspunkte. Während Prozent beim Angriff, bei der Katze. Mein Gott, 32 Punkte sind. Ist alles nicht viel. Aber hier habe ich dann zusätzlich noch das Heilen drin. Das ist alles cool. Und für sie schnell auslösen reicht nicht. Oh ja, yeah, Hickok. Halt hoch, halt hoch. Halte. Ja, ihr hört vielleicht im Hintergrund das kleine Monster schreien. Das ist uncool. Also, dass das Monster schreit. Katzi, löse aus. Ich nehme gleich runter. Und dann sollten da gleich die 3 Grün, auch wenn ich mir das Match kaputt mache, für Katzi reichen. Sehr gut. Das war Glück. Das war richtig Glück, dass das nachgerutscht ist. Wie hoch ist die Ausweichchance? 45%, ja. 2 sind ausgewichen, okay. Wir müssen irgendwie unsere Lebenspunkte haben, dass wir nochmal den Buff kriegen, bevor rechts auslöst. Shit.
Okay, da brauchen wir zwei Angriffe wahrscheinlich für. Und auch. Oh, ist ausgewichen, das ist schön. Ich werde Lila hochziehen müssen, nicht, wenn ich das Narzissa auslöst. Nein, hör auf zu kombinieren. Okay, einen sind wir los. Ich dachte, die heilt. Okay. Wir müssen den Vierer machen. Ich brauche die Heilung. Und sehr wahrscheinlich reicht es nicht. Das ist das Bittere. Aber gut, falls es reicht, können wir uns danach heilen. Okay. Der gelbe Diamant, der würde mir nicht viel bringen, außer dass ich sie schneller auslöse. Ich glaube, es bringt mir mehr, wenn ich versuche, hier hinten ein bisschen zu spielen, um Farbe zusammenzukriegen. Okay. Ja, sehr schön, dass das nachkommt. Reinigen darauf. Ja, Mensch. Warten wir kurz aufs frische Board. Ja, an dem haben wir uns gerade so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Deswegen probieren wir das mal so. Unsere einzige Hoffnung ist eigentlich, dass wir Kirill Sobek zusammen am Start kriegen, wenn Kara ausgelöst hat. Probieren wir es mal. Also, wenn Midnight auslöst, ist uns das vollkommen egal, weil wir eh irgendwo anders erst anfangen müssen. Die muss man sich Schritt für Schritt erarbeiten. Und die werden alle mega viele Lebenspunkte haben. Ich glaube, das wird eine Nullnummer. Ach, shit. Geht nicht anders. Hoffentlich zerstört er nicht gerade die Heiler und Kara mit. Das war eine Nullnummer. Ja, der Typ eben hat insgesamt 7 Angriffe gehalten, 6-mal verteidigt. Das ist heftig. Da sieht man einfach nur, dass sie einfach weit, weit über unserer Stärke liegen.
wird so oder so auslösen, kann ich auch komplett alles reinspielen. Oh, hat sogar gereicht, super. Wie machen wir das als nächstes? Wir machen das grüne Match. Du kannst nicht ausweichen, da gehen wir komplett rein. Das sollte reichen zum Perfekt. Ja, ich nehme gerade ein Video auf. Ich komme gleich. Nach dem Kampf höre ich auf. Mama. Ihr habt's gehört. Also hiernach ist wieder einmal kurz ein Break. Papa muss frühstücken. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Wie spielen wir das denn? Wir wollen grün nach oben ziehen. Das machen die Minions. Da können wir uns noch leisten, noch einen Zug zu spielen. Da hauen wir drauf. Das sollte sie... Oh, ist das mies. Gut, das schaffen trotzdem die Minions vorher. Aber vielleicht auch nicht. Wieso machen die Minions denn so wenig Schaden? Ist egal. Goodbye. Dann gehe ich jetzt frühstücken. Bis später. Ja, hallo in die Runde wieder mal. Danke fürs Einschalten, falls ihr noch da seid. Sieht nicht sonderlich gut aus, aber das habe ich ja vorher schon gesagt. Oh, ich muss nie... Entschuldigung. Was wir auf jeden Fall spielen, ist das hier. Russell wird da nämlich auf jeden Fall treffen. Und dann setzen wir hier noch einen Rigard rein. Ne, wir nehmen eine Sabina. Die hat nämlich den Vorteil, die kann wunderbar etwaige Buffs entfernen. Das Ausweichen. Hm. Da du schwächer bist, kriegst du die 3% mehr. Okay, bei dir auch mehr und rechts den Schaden drauf, so soll das. Gucken wir mal, ob wir ein paar rote Steine finden, ja, die finden wir auf alle Fälle. Boah, da weiß ich gar nicht, wie ich kombinieren soll, ohne... Okay. Und dann wieder geladen. Ja. Hm. Ist das bitter. Der hat nicht mal Schaden gemacht. Also klar. Aber der Brandschaden halt, der kommt nicht zum Tragen. Das ist, nicht normal. So, mit wem wollen wir uns denn anlegen? Wer ist denn blöd? Budika möchte ich nicht machen. Ich habe keinen Minion-Entferner mehr. Was habe ich denn anders? Was haben wir denn noch an Helden? Wir haben rot noch ein bisschen was.
Grün nicht mehr, obwohl wir Grün brauchen. Die sind alle langsam. Gelb haben wir noch, Rot haben wir noch. Wir haben noch einen sehr guten blauen Heiler. Blau könnten wir auf jeden Fall nehmen. Den nehmen wir auch. Blau nehmen wir auf alle Fälle. Was hat hier Buffs? Okay. Slayer. Chaudun. Halt. Kirill. Chaudun. Auf der anderen Seite, er hat doch hier Gift würde durchmarodieren. Was heißt durchmarodieren, ne? Hier ist echt schade, weil hier sind echt gute Helden dabei. Also, Rot wäre eine Möglichkeit. Ich habe doch noch Alucard. Ich habe noch Alucard. Rot wird die zweite Farbe und Lila wird die erste Farbe. Rot, Lila haben wir noch. Wir nehmen Hohnwerf mit rein. Ist die Frage, löst er aus und könnten wir mit Lebu hier richtig schön arbeiten? Vielleicht nehmen wir doch einen anderen. Ja, hier könnte man jetzt noch mit Blau reingehen. Aber das Ding ist verloren. Ich mache das jetzt. Hatte ich gesagt, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Unwerf macht schön Schaden, aber könnte ich auch Protoss nehmen, der macht Fender wenigstens bei 3. Aber nein, wir bleiben bei einem hohen Werf. Und wir verhindern das damit. Gucken wir mal. Die reicht die Elfertruppe. Auch wenn du auf 3 Ziele gehst, das ist eigentlich. Na komm, bleib da. Genau. Gucken wir mal.
nicht. Immerhin haben wir 3 One-Shots, also das ist schon mehr, als ich gedacht hätte, was ich generell haben werde. Kriegen wir 3 Rote zusammen? Ja, tun wir. 1, 2. Okay, dann Katzi-Tatzi, löse mal aus. Ich werde jetzt das ganze Board reinspielen. Ja, war nicht so eine gute Idee, ne? Merken wir selbst. Ist verloren. Da kann ich so irgendeinen Mist spielen. Den Tank nehme ich wenigstens raus, das werde ich machen. Ja, ist vielleicht zu schwach gewesen. Okay, aber Tank ist raus. Kann sich jemand noch spaßeshalber damit beschäftigen? Uns ist allen klar, dass wir das hier verloren haben. Die löst nicht mehr aus, Schaden kommt da auch nicht mehr rum. Das kommt da nicht mehr zu. Okay. Haben wir insgesamt hier. Ich finde, das sagt einfach schon alles. Immerhin 215 Punkte. Da werden sich einige noch nach mir einsortieren. Dementsprechend, ja. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.